Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einer neuen Let's Play-Folge zu Outriders. Wir sind aktuell in der Steinbruch-Map und ich würde sagen, genau da machen wir jetzt die Folge weiter. Ganz viele Monster, ganz, ganz schwierig gewesen in der letzten Folge. Ich hoffe, diesmal stelle ich mich ein bisschen besser an. Immer noch auf Weltstufe 9 mit dem Trickster unterwegs. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Weltstufe werde ich jetzt erstmal auch nicht runter machen. Ich bleibe jetzt erstmal so auf der 9. Sehr, sehr schwierig, aber das ziehen wir durch. Wenn es dann irgendwann zu knackig wird, das hatte ich ja letztens gemacht, dann habe ich, glaube ich, auf Weltstufe 8 oder 7 runtergeschraubt. Gucken wir mal. Wir haben jetzt auch hier eine neue automatische Schrotflinte. Das wisst ihr ja. So sieht mein Charakter aus. Ich habe jetzt noch ein bisschen alles nochmal hochgestuft, neue Sachen ausgerüstet. Ich sollte jetzt ein bisschen stärker unterwegs sein. Und ja, wir gucken jetzt mal, was so geht. Ich gehe da jetzt rein. Sag mir genau, Auszeichnung. Oh. Du suchst alte Akkus, gesimte in Kondensatoren, Motoren, Bergbauausrüstung, alter, ausgebrannter Elektronik. Okay. Drei Akkus durften reichen, hoffe ich. Fünf Belohnungen abgeholt. Wir müssen jetzt alte Akkus suchen. Wie war denn damals so? Immer wenn du das meinst. Das und zwar hier Expedition. Wir müssen nämlich hier. Haben uns allen das Mitgefühl ausgetrieben und nach all dem. Genau, hier ist die Mission, dass wir die alten Akkus suchen müssen. Wir sammeln Lithium für das Filtrationssystem. Sahedi, ja, der Wissenschaftler hat einen Plan, etc. So einiges erklären. Aber ich glaube. Alter, hier gibt es aber echt viel, ne? Was machen wir denn? Nebenmission. Wir haben hier noch das Erbe der Outriders. Ich glaube, das mache ich zuerst. Ja, ich mache das Erbe der Outriders. Dann muss ich hier lang. Oh, ich bin jetzt auch bald Level 21. Da steht was. Warum ich auch unbedingt auf Stufe 9 spielen will, liegt daran, dass ja die Ausrüstung, die ich dann mir erfarme, auch dann einen gewissen Pluswert hat, also über meinem Level, was ich dann droppe. Und wenn ich dann runterschraube, kriege ich dann halt niedrigere Ausrüstung, das bringt mir ja nichts. Ich möchte die höchstmögliche. Deswegen ist man schon so halbwegs gezwungen, auf die höchste Stufe zu spielen, damit man eben diese starke Ausrüstung bekommt. Ich bin jetzt Level 20 und wegen Weltstufe 9 kriege ich mein Level plus 6 Stufen an Gegenständen. Also wenn ich die Gegenstände droppe, sind die auf Level 26. Würde ich jetzt auf 7 spielen, wären die auf 24 und automatisch schlechter. Deswegen muss ich schon auf 9 probieren zu zocken. Aber klar, wenn es gar nicht mehr geht, dann muss ich runterschrauben. So, ich bin gespannt auf meine neue Schrotflinte. Okay. Hier geht es jetzt aber nicht runter. Okay, hier ist auch nichts. Komisch. Ich suche den Steinbruch nach der Luke zum Outrider-Bunker. Okay, ziemlich ruhig. Oh, irgendwas Wildes ist hier. Hier ist was ganz krasses unterwegs. Okay, Räume. Okay, Menschen. Okay, hier sind wieder Menschen. Oh. Alter, ist ein Damage. Für eine Automat. Alter. Okay, die Schrotflinte schießt langsam, aber macht hier den übelsten Damage. Okay, erstmal weg. Ich habe ja hier noch meine MG. Nee. Okay, da kommt einer. Okay, ey, mit so einem Freund. Alter, bis er mal down ist. Okay, markiert. Down. Down. Hier ist noch einer. Okay,
down. Okay. Bis jetzt geht's klar. Okay, dann mal weg. Was ist das? Was ist das? Okay, den müssen wir schnell töten. Ja. Komische automatische Schrotflinte. Aber irgendwie geht's doch klar. Gucken wir mal. Ich bei den Minions, das ist sowieso schon stark. Also muss er stärker sein. Also. Ja, guck mal, ist stark, Leute. Doch, doch, geht klar. Aber was habe ich da für ein... Hä, ist das neu? Gab es hier ein Update? Hä? Ich bin verwirrt, Leute. Warum, wenn ich mit meinem Trickster, wenn ich sozusagen eine Ausweichrolle mache? Wie geil. Warum ist das denn jetzt so? Erhalte Anomaliekraft? Nee. Erhöht den Schaden der von Nee. Du belebst einen Verbündeten mit vollem Leben wieder. Nee. Wenn du von Blutung getroffen, nee, auch nicht. Im Kampf wird deine normale Ausweichrolle durch einen Phantomsprit ersetzt, mit dem du durch Gegner hindurchlaufen kannst. Okay. Es ist ein Perk, es hat nichts mit einem Update zu tun. Ich wollte schon sagen. Das war ja nicht so normalerweise. Oh cool. Geiler Effekt. Loot, ich brauche Loot. Da haben wir Tagebuchnotizen. Da müssen wir wahrscheinlich lang. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Nee. In letzter Zeit finde ich aber keine Kisten mehr. Entweder bin ich echt schlecht im Suchen geworden. Oder die Maps geizen so ein bisschen rum. Okay, da ist nochmal blauer Loot. Hier, komm. Krass, okay, kein Loot. Eigentlich unüblich für Outriders. Outriders hat, finde ich, immer pro Areal mindestens immer eine Kiste in irgendeinem Haus oder in der Ecke. Naja, oh, das sieht hier gefährlich aus. Das sieht hier gefährlich aus. Okay, hier haben wir schon mal was. So. Und sonst hier noch was? Alles mitnehmen, Leute. Alles mitnehmen. Okay. Doch hier noch. Aber immer noch keine Kiste. Okay, hier sind viele dieser Abbaustellen. Okay, hier ist die Luke zum Bunker. Das heißt, wieder keine Monster, sondern normale menschliche Gegner. Ich habe einen versteckten Bunker mit einem Outrider-Abzeichen auf dem Boden gefunden. Ich dachte, alle Outriders wären schon lange tot. Ein paar hat es wohl hierher verschlagen, nur warum? Und wo sind sie jetzt? Ich suche den Outrider-Bunker nach Hinweisen. Für so eine Türöffnung, so eine kleine Cutscene ist auch so unnötig. Ich kannte den Typen, der das Tagebuch geschrieben hat. Sergio okay. Acosta. Einen Sohn aufgezogen. Mit einem Kind im Bunker? Sein ganzes Leben? Der Sohn hieß Mercer. Er ist abgehauen. Und Acosta hat dann im Wald nach ihm gesucht.
Suche im Wald nach Sergio oder Mercer Acosta. Okay. Im Wald. Alle. Wald. Okay, ich weiß dann, wo das ist. Dann müssen wir zurück zum Lager. Die meinen wahrscheinlich den Dead Rock Pass. Das ist eine andere Map. Da, wo wir auch den Holzfäller retten mussten. Mein Auge juckt. Diese Bailey, was für eine Type, hä? So. Nee. Ja, doch, ne, Steinbruch ist es nicht. Dead Rock Pass. Nee. Was sind denn diese Symbole da eigentlich? Was sind das für Symbole hier? Nebenmission. 11 von 12. Aber guck mal, hier zum Beispiel bei der Trümmerzone gibt es keine Nebenmission. Oder auch welche zum Annehmen. Weil die haben doch eigentlich alles erledigt. Hä, letzter Wunsch ist doch hier bei im Steinbruch. Suche im Wald. Moment mal. Alle. Suche im Wald, nachdem du in Luke die Schlüssel von Lucy öffnen und den Bunker betreten konntest, hast du eine weitere Nachricht und noch mehr verschlossene Türen gefunden. Die Zeilen stammen von einer gewissen Sergio Acosta, der beschreibt, wie er und eine Gruppe Outriders abtrünnig wurden und sich in den Bunker eingeschlossen haben. Die beengten Verhältnisse machen ihn zu schaffen und irgendwann verließen Sergio Sohn Mercer den Bunker. Sergio folgte kurz darauf, suchte im Wald nach ihm. Wenn du eine beiden finden kannst, erfährst du vielleicht mehr über die Geschichte dieses Bunkers. Letzter Halt vorm Wald. Ja, gut, dass er verlassen ist. So kann uns keiner auslachen, wenn wir ihn Ach, so den Wald haben spazieren. wir noch nicht frei. Jetzt habe ich es gecheckt, Leute. Die meine ich Dead Rock Pass. Es ist wieder eine Nebenmission, die führt uns wahrscheinlich zu der nächsten Map. Die nächste Map haben wir nicht. Ah, okay. Da wird mir jetzt einiges klar. Dann haben wir noch. Da haben wir die Sümpfe. Ja, würde ich sagen, wir machen mal hier die Jagd. Wir porten uns mal dahin. Jetzt habe ich es verstanden. Wir porten uns hin. Wir haben einfach die Map noch nicht freigeschaltet. Und hier ist die Nebenmission. Na, das wird interessant. Ich sollte Okay, meine das wird wieder geil. Fähigkeiten Ich liebe nutzen. die Kopfgeldmission. Oder die Monsterjagdmission. Finde ich generell voll geil. Großmaul. Wo finde ich dich denn? Großmaul suchen wir. Ah! Ich weiß mal jetzt auch, wo man ihn findet. Da konnte ich letztens nicht hin. Das war ja zwischen so zwei Containern, war so eine kleine Lücke. Und ich glaube, diese Lücke ist jetzt für diese Mission gedacht. Ja, ergibt Sinn. Ups. Falscher Knopf. Ach, immer diese Zwischensequenzen für diese kleinen Tätigkeiten. Okay. Angst kommt wieder so ein bisschen hoch. Ich rieche nämlich Gefahr. Okay. Beruhig dich. Okay. Was das denn für welche? Okay. Zum Glück ist meine Schrotflinte stark. Okay, weg erstmal. Beruhig dich, alles gut, da kommt zwar wieder 1000 Gegner, aber das schaffst du. Okay, die gehen sogar noch. Ich will den Großen halt nicht erleben. Okay. Okay, die gehen wirklich noch. Einen Schuss habe ich noch, aber einmal weg.
Okay. Großmaul zum Bo. Oh Gott. Okay. Hier, so eine Deckung. Komm, jetzt. Ja, der Damage war geil. Was ist das jetzt schon wieder? Ich kassiere wieder heftig. Und die Reichweite von der Schrotte ist auch geil. Und das Ausweichen ist heftig. Oh, nee. Und jetzt. Das wird jetzt mein Ding werden. Oder auch nicht. Jetzt aber. Komm. Immer noch nicht. Jetzt aber. Okay. Geil. Okay, Progress ist da. Ja. Okay. Oh, Stufe 21, geil. Klassenfähigkeitspunkt, das ist so satisfying. Ich liebe es zu lesen, Klassenfähigkeitspunkt. So, die Gegend einmal kontrollieren. Okay. Bringe die Trophäe zu Noah in Trenchtown. Das machen wir aber noch nicht jetzt. Wir sammeln wieder. Ich glaube, ich habe hier nämlich noch eine Kopfgeldmission. Und dann kann man alles zusammen abgeben. Ja, hallo? So, hier haben wir alles erledigt. Also einmal gucken. Okay, ein Fähigkeitspunkt. Gold wert. Sobald deine Schadenfähigkeiten enden, erhöht sich dein Waffenschaden 8 Sekunden lang um 35%. Machen wir das? Wir überlegen uns das später. Weil ich benutze meistens die türkischen Kugeln in Kombination mit dem Rest, um einmal heftig Schaden zu machen. Und dann ziehe ich mich ja mit der geliehenen Zeit zurück. Aber eigentlich dürfte ich ja das dann nicht machen, sondern müsste nach den türkischen Kugeln weiter Schaden machen. Und das für 8 Sekunden. Das passt aktuell nicht zu meinem Spielstil, aber ich behalte das mal so im Kopf. Weil es ist an sich eigentlich ein heftiger Perk. Ja, den muss ich mir merken. Aber ich glaube, ich bin erstmal sicherer, wenn ich einfach mal so ein Perma... so ein, zum Beispiel, was hast du, erhöht deinen Waffenschaden auf kurze Distanz um 15% und das ist allgemein 8%. Ja, die beiden mache ich sowieso. Wir fangen mit unten an. So. Okay, das hätten wir geschafft. Großmaul, da sind wir. Ansonsten, hier ist ja noch was. Verfügbare Mission Historiker Wurzeln, aber da komme ich noch nicht hin, ist gesperrt, ne? Ich teste das mal. Historiker Mission ist ja wieder so ein Gegenstand, was dann bei der Madame Behavior oder so abgebe. Aber ich glaube, die Schlosssymbol heißt entweder neues Gebiet oder. Ne, ich glaube eher, dass ich da noch nicht rein kann. Kann ich das markieren? Nee. Ich glaube, ich komme da noch nicht hin. Das testen wir jetzt. Ich muss hier lang. Ja, bin ich jetzt hier wieder falsch? Hier. Ist das das neue Gebiet? Krass. Ja. Das ist wahrscheinlich die Historiker-Mission. Ja, Historiker-Wurzeln. Kennt ihr das, Leute? Das ist so übel satisfying, wenn man so
so bei Rollenspielen verstärkt, wenn man so einen Bereich hat mit so übelst vielen Nebenmissionen, Hauptmissionen und irgendwelchen Jagdmissionen. Und dann hat man das Gebiet aber so komplett abgeschlossen und man weiß so, wenn man über das Gebiet geht, ist so alles grau oder so ein Häkchen. Und man weiß, es ist so komplett abgehakt und dann weiß man, man kann das Gebiet so einfach zur Seite legen und mit dem neuen Gebiet anfangen. Ich liebe das. Ich liebe das Perfektionieren, wenn ich weiß, ein Gebiet ist komplett fertig. Und die Reichweite ist ja mal richtig gut. Hallo? 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 Durch mal die Reichweite. Okay. Das aktivieren wir schon mal wegen der Abklingzeit. Da komme ich her, hier gab es nichts. Okay. Was haben wir hier so an der Seite? Oder geht's hier schon weiter? Ja. Okay, da geht's schon mal weiter. Muni aufstocken, aber wir brauchen noch eine normale Truhe, das weiß ich da. Okay. Schon echt viel Leben. Ach, da oben bist du. Hallo? Also, auch selbst die kleinen Viecher, merkt ihr das? Selbst die machen enorm viel Schaden. Also selbst wenn die einmal einen so berühren, also man kassiert sie schon ordentlich. Ich teste jetzt mal meine Pistole, die unnormal schwach ist. Alter, ist sie schwach. Also. Actionmusik läuft noch weiter. Was haben wir denn hier? Können wir nicht. Übrigens, wie steht ihr zu dem Thema, dass Outlast das keine Open World hat, sondern so Abschnitte? Hat sich das schon mal gefragt? Aber ich habe irgendwie dazu keine Kommentare gelesen. Weil ich persönlich zum Beispiel, es muss nicht immer Open World sein. Ich finde auch, dass dieser Trend Richtung Open World einfach viel zu krass im Fokus war über mehrere Jahre. Es finde ich auch mal geil, wenn das so oldschool-mäßig in Areale aufgeteilt wurde. Das mag ich, finde ich cool. Dass ich aber kassiere, mag ich gerade überhaupt nicht. Klar, ich fange hier an. Ich war da gerade echt schon konzentriert. Unnötige Frage gestellt. Und jetzt hasst du mich alle. Aber das machen wir jetzt mal hier sofort. Ja. Kommt, kommt. Jetzt lass mal diese Faxen. Weiter geht's. Wo wenn die einen so einengen, ne? Das ist so schwierig, da rauszukommen.
Ciao. Boah, geil. Geil gelöst. Ciao. Okay. Das passt hier auch. Kann ich übrigens die Mission mal nicht markieren? So. Jetzt. Wir werden erledigen jetzt erstmal. Schau, oh, was? Oh mein Gott, ich dachte, das wäre was Goldenes gewesen. Ja, das sah voll so aus. Da wurde ich gerade richtig outplayed. Okay. Da haben wir eine Kiste. Achso, der springt da durch. Okay, warum trifft das jetzt nicht? Zum Ausweichen sind natürlich diese Teleporteffekte richtig geil. Da können wir mich nämlich nicht treffen, weil der Ausweichball ist nämlich anders. Okay. Ein Tipp an euch, nimmt jeden Gegner bei Outriders ernst, wirklich. Klar, ich, wenn man sich die kleinen Gegner anguckt, die sind immer so schnell down. Aber damage-mäßig, was die Gegner bei euch so anrichten, müsst ihr wirklich jeden einzelnen Gegner ernst nehmen. Egal wie schwach der ist. Man kann hier so schnell sterben auf den höheren Stufen. So wie jetzt, zwei von denen sind zwar keine schwachen Gegner, aber ich hab Angst gerade. Okay. Okay, down. Down, okay. Okay. Wirklich jeden Gegner ernst nehmen. Vertraut mir einfach. Wenn dir eins schnell passieren kann, dann ist es das Sterben. Das geht ruckzuck. Okay. Hier ist wahrscheinlich zum Einsammeln gedrückt halten, ja. Das gehen wir jetzt wieder in... Ah, wie heißt die Stadt nochmal? Die erste Stadt. Kehre mit dem Artefakt zum Madame Bebeur zurück. Mein Französisch ist doch Französisch, ne? So schlecht einfach. Ich krieg's nicht hin, solche Sachen auszusprechen. Beveur wahrscheinlich, Beveur. Beveur. Das hätten wir auch. Was fehlt noch? Hier ist die Hauptmission. Verfügbare Mission, letzter Wunsch. Ach nee, hä? Naja, egal, ich kann mich nicht dahin porten. Ich kann mich hier nur zum Lager porten, okay.
Und vom Lager aus muss ich. Okay, ich kann davon nichts markieren. Wie weiß ich denn jetzt, in welche Richtung ich laufen muss? Ist das jetzt hier zum Beispiel der Anfang oder nicht? Also laufe ich jetzt nach links oder nach rechts? Das ist einfach so komisch gemacht. Weil ich kann ja hier nichts markieren. Oh, doch, ich könnte das hier markieren. Okay, das könnte ich markieren. Okay, dann bin ich richtig. Ja, hier müsst ihr noch so ein paar Komfortdinger bringen. Das mit den Seltenheitsgegenständen markieren alle auf einmal, das ist schon mal Gold wert. Unnormal geil. Aber so ein paar anderen Sachen müsst ihr auch mal ein bisschen schrauben, finde ich. Ja. Hä? Warum bin ich denn da jetzt? Das ist alles noch ein bisschen durcheinander. Moment mal. War ich da jetzt schon oder nicht, sodass ich mich da zu dieser Flagge porten kann? Oh, ich werde verrückt, Leute. Wo ist denn jetzt das Lager? Wo ist das Lager jetzt hier? Wo komme ich denn her? Was ist denn hier? Zum Freiräumen des Weges gedrückt halten. Bin ich da? Ich bin gerade heftig durcheinander. Ehrlich, Leute. Ich finde das mit der Übersicht echt noch komisch. Also gefällt mir noch nicht so. Weil da gehen unnötige Minuten jetzt verloren, weil ich einfach nicht checke, weil warum bin ich denn jetzt da unten? Ich will doch einfach mal nur jetzt zu dieser Mission gelangen oder zu der hier. Ich kann aber nichts markieren, ich kann mich auch nicht hier hinporten. Das heißt, ich muss erstmal eine Flagge finden und von dort aus muss ich mich dann entweder porten oder ich war ja gerade schon am Lager. Ich zeige euch das jetzt. Am Lager weiß ich ja trotzdem nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Ah, das ist. Er zeigt mir aber auch eine ganz andere Richtung jetzt an, oder? Kostbare Zeit verloren, hier komme ich ja auch nicht weiter. Hier ist ja das Bunker gewesen. Ey, und sowas macht die Laune kaputt, weil ich das einfach nicht raffe. Ich bin hier. Jetzt bin ich da. Ich wollte doch von hier zum Lager. Und ständig diese Karte öffnen und diese Karte zeigt mir auch nicht, in welche Richtung ich schaue. Das ärgert mich wieder richtig, weil ich einfach Zeit verliere. Guck mal, ich bin doch hier, es leuchtet doch hier, hier, das steht sogar. Du bist hier, in Gelb, ja, habe ich verstanden. Jetzt war ich aber hier kurz, weil ich hier nicht checke, jetzt in welche Richtung ich gucke. Ich kann doch nicht jetzt mich an der Flora und Fauna orientieren. Ich möchte zum Nistplatz, vom Nistplatz möchte ich dann zum Lager und vom Lager möchte ich hier hin. Ich war ja schon am Lager, bin aber versehentlich hier hingegangen, weil mir die Richtung nicht angezeigt wird. Und ich kann auch, jetzt gehe ich nochmal drauf, ich kann auch hier diese Mission nicht markieren, damit mich mein Navigator dorthin führt. Also muss ich auf Umwege die Hauptmission markieren, weil die Hauptmission sozusagen mit dem Gebiet hier
verbunden ist. Und wenn ich dann auf Steuerkreuz oben drücke, zeigt er mir jetzt den Weg an. Aber gerade hat er mir einen ganz anderen Weg angezeigt. Weil gerade bin ich auch genau diesem Pfad gefolgt. Da muss ich ja diesen Baumstamm vom Weg räumen. Und dann war ich genau an dieser Stelle, was noch weiter weg war. Das hat ja dann auch nicht gepasst. Man verliert so kostbare Zeit. Wirklich. Also manche Sachen finde ich echt komisch. Also klar, kein Spiel kann perfekt sein, aber ich hasse es, wenn so gewisse Komfortsachen fehlen, die noch nicht mal so auf hohem Niveau ausgesprochen sind, dass man sagen kann, ja, Face, jetzt hast du aber echt krasse Wünsche. Das ist ja, man kann auch Hauptsache meckern. Nein, ganz ehrlich, das, was ich will, das sind Standardelemente eines jeden Spiels, was im Jahr 2021 rauskommt. Standard, das muss Standard sein, dass man auf der Karte in die Blickrichtung des Charakters sieht, dass man gewisse Sachen markieren kann, ohne dass sie eine Mission darstellen. Warum kann ich nicht manuell einen Wegpunkt setzen? Unabhängig von Missionen, von irgendwelchen komischen Gegenständen. Ich will doch einfach einen Wegpunkt setzen, Leute. Da kann mir keiner sagen, dass das zu viel verlangt ist, dass das Meckern auf hohem Niveau ist. Ich bin sogar noch ziemlich simpel gestrickt. Mich kann man mit Spielen sehr leicht überzeugen. Also, ne, nur mal so zur Info, dass ich einer bin, da muss man mir einfach nur sagen, hier hast du einen Charakter, den kannst du bis Level 99 leveln und du kannst 10 Schafe töten. Ja, dann hype ich da schon und bezahle 80 Euro für. Mein Mund ist trocken. So, jetzt bin ich hier, okay? Ich möchte jetzt hier hin. Ich kann das nicht. Warte mal, ich gehe mal zur Flagge. Okay, ich gehe mal zur Flagge. Beruhigen. So kann ich mich jetzt hier importen, zu der Flagge. Noch nicht eingenommen. Verstehe ich. Ich habe die Flagge noch nicht eingenommen und deshalb kann ich mich noch nicht dahin porten. So, ich möchte jetzt aber, das ist ja direkt das Gebiet nebenan, aber in welcher Richtung? Und die Hauptmission, die Expedition, die ja hier ist, die Expedition, ne? Die ist ja hier, habe ich markiert, Expedition. Also heißt das, wenn ich Steuerkreuz oben drücke, zeigt er mir den Weg dahin. Ja, er zeigt mir den Weg zur Schnellreise. Aber warum? Ich muss doch da zu Fuß hin. Ich kann mich doch gar nicht dahin porten. Ich will jetzt hier nur hin. Hier, da möchte ich hin. Kostbare Zeit verloren. Das ist schon mal der richtige Weg. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Okay, ich hätte auch gleich hier runtergehen können. Naja. Das war jetzt nicht. Also, das war jetzt mein Fehler. Flagge eingenommen. Okay, hier haben wir zwei Nebenmissionen. Ja, wahrscheinlich ist eine Nebenmission für dieses Gebiet, eine Nebenmission für dieses Gebiet und hier ist die Hauptmission. Wir machen dann erstmal diese Jagd. Das wird interessant. Bin dabei. Gesucht Skalpkönig. Okay, bin dabei. Die Mission markiere ich sofort. Und jetzt muss ich mir das Gebiet anzeigen. Ah, oh Mann, ey. Alter Schwede. Egal. Jetzt haben wir uns beruhigt. Alles gut. Nee, 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 nee. Er führt mich zum Lager. Warum? Das ist ein Bug, Leute. Das ist ein Bug. Er führt mich echt zum Lager. Weil der Skalpkönig ist hier. Aber wo? Hätte ich jetzt auf der Minimap einen Cursor oder so eine Pfeilrichtung? Geht mir gerade heftig auf den Sack. Okay. Hier ist die Sackgasse, das habe ich jetzt gerade auf Schnelle auf der Map gesehen.
Hier nehme ich die zwei Sachen mit. Wir machen das anders, weil mir das Spiel ja leider diese Funktion nicht bietet, trägt mich immer noch auf. Aber ich verliere Zeit einfach. So, ich weiß aber jetzt, wo ich bin. Jetzt so auf Umwege, es wird mir ja nicht angezeigt, sondern nur das Gebiet wird erhellt. Du bist hier, dabei bin ich hier. Ich bin genau hier mit meinem Charakter. Jetzt muss ich geradeaus gehen, nicht die erste Abzweigung, sondern die zweite nach rechts und da ist der Gesuchte. Komisch. Ich kann keinen Wegpunkt setzen. Es wird mir auf der Map keine Fallrichtung angezeigt, in welche Richtung ich laufe. Oder sonstige Hilfestellungen, keine Sortierfunktion. Das muss in dem Spiel 2021 gegeben sein. Und ja, egal wie geil ich Outriders finde, egal wie simpel ich gestrickt bin, es ist einfach nur Fakt, dass das lächerlich ist, dass diese Funktion nicht bereitgestellt wird. So, und hier ist der Gesuchte. Den erledigen wir jetzt noch. Okay, es erwartet mich jetzt wieder ein harter Kampf. Okay, direkt losstürmen. Wir nehmen direkt den Grenadier mit. Okay. Alle down. Okay, haut ab. Hallo, hallo. Okay, weg, 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 weg. Nicht riskieren. Okay, da ist der Dude. Ne, das ist nicht der, das ist ein gepanzerter. Okay. Okay, noch ein Dude. Okay, da ist der Boss. Ist das nicht der Boss? Das war doch der Boss. Nee, war nicht. Der kommt gleich. Okay, der Boss kommt gleich. Muss da hoch. Ist das der? Schnell mal hier alle leben. Schnell, 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 schnell. Okay. Ja, der hat auch was los. Jetzt kommt der Boss wahrscheinlich. Okay. Achso, ich muss da rein auch noch. Okay, wollen wir den zuerst? Okay, das sind wieder einige. Oh. War ich das jetzt oder sind die alle so... Was geht? Okay. Alter, Alter, Alter. Puh, okay, da muss ich mir was überlegen. Da muss ich mir was überlegen. Okay. Ja, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ah, das ist gerade ein bisschen anstrengend alles. Echt schwer. Okay, da müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen. Wir machen genau hier weiter, töten den Skype-König. Ich glaube, ich muss dann jedes Mal das ganze Gebiet oder haben wir hier so eine Reset-Phase, so einen Checkpoint gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, es geht ja nicht verloren. Wir müssen sowieso noch ein paar Nebenmissionen abschließen.
Also mindestens zwei plus die Hauptmission. Also in der nächsten Folge geht dann der Steinbruch weiter. Danke fürs Zuschauen. Keine Sorge, ich habe keine schlechte Laune. Sowas fuckt mich einfach nur ab. Ich sage ja dann einfach meine ehrliche Meinung. Ist ja auch so, alles gut, aber kein Stress. Und der Spaß geht weiter. So muss das sein. Ja, danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste, hoffentlich ein bisschen gut gelauntere Folge miterleben könnt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.